Gestern war ein wunderschöner und gleichzeitig grausamer Tag für mich. Ich habe den Wettbewerb im Dorf gewonnen, aber leider auch erfahren, dass Sophie von uns gegangen ist. Anscheinend hat sie vor ihrem Tod noch ein Testament verfasst. Und auch wenn ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, sie hat mir tatsächlich die Farm hinterlassen. Ich hoffe, ich werde das alles alleine schaffen. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 52. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir ja Ivys Bestreben abgeschlossen und ich denke, ihr wisst, was das bedeutet. Day wird heute ausziehen. Und natürlich werden wir Ivy auf ihrer Reise ein kleines Stück zumindest begleiten. Übrigens, es ist euch sicher gleich aufgefallen, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Wie ihr seht, ich benutze keinen Greenscreen mehr und zum allerersten Mal seht ihr jetzt auch in diesem Let's Play meine Wohnung im Hintergrund. Das hat, um ehrlich zu sein, hauptsächlich technische Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, da ich euch nicht langweilen möchte. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Spiel jetzt flüssiger läuft, aber das werden wir dann gleich mal sehen und wir starten jetzt direkt in den Part hinein. Und hier sind wir jetzt in Hanford-on-Bagley. Wie ihr seht, ich habe auch ein Overlay für meine Kamera gebastelt. Lasst mir doch gerne in den Kommentaren da, was ihr davon haltet. Übrigens fällt mir erst jetzt gerade auf, dass es ein bisschen gruselig ist, weil man genau hier den Baby-Yoda sieht. Sehr, sehr schön. Aber gut, dann starten wir jetzt ins Spiel und als erstes werden wir gleich mal mit unserer Ivy ausziehen. Und das macht man so, indem man hier auf Mehr klickt, dann auf Haushalt verwalten und dann werden wir den Haushalt gleich mal aufteilen. Und zwar zieht unsere Ivy tatsächlich aus. Dann sind nur mehr 6 Sims in diesem Haushalt. Wobei Emma bald sicher wieder schwanger sein wird, also keine Sorge. Auf jeden Fall werden wir einen neuen Haushalt erstellen und wir werden ihr eben kein Geld geben. Ich werde das dann ein wenig ercheaten. Wir können ja sagen, Sophie hat ihr Geld vererbt. Finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch. Also gemeinsam mit dem Hof hat sie ja eben ein paar Simoleons vererbt, dass sie sich eben um alles kümmern kann. Und dann werden wir jetzt mit ihr gleich mal oben einziehen. Hier sind einfach so viele Potters. Oh, und ich muss die alle noch auf ungespielt setzen. Sonst leben sie ihr Leben ja gar nicht weiter. Dann auch noch die auf ungespielt. Die anderen, ja, die sind sowieso auf ungespielt. Sehr, sehr schön. Und mit Ivy werden wir jetzt hier oben einziehen. Und normalerweise könnten wir uns das natürlich nicht leisten. Aber dafür gibt es einen Cheat. Falls das jemanden interessiert, einfach Steuerung, Umschalt und C. Und dann eingeben Free Real Estate On. Und jetzt, wie wir sehen, kann Day sich alles leisten und dann ziehen wir hier nach oben. Lassen wir das Ganze mal möbliert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es dort drin aussieht, aber das können wir uns ja gleich mal ansehen. Ich komme echt nicht drauf klar, wie Baby Yoda da auch in die Kamera schaut. Es geht nicht. Okay, hier sind wir. Sehr, sehr schön. Ich habe einen neuen Mod übrigens, der mir dabei helfen soll, kaputte Mods und CC zu analysieren. Bin schon gespannt, ob das funktioniert. Oh nein, Ivy, warum geht's dir denn so schlecht? Oh. Day stinkt, hat Hunger und ist müde. Das ist ja mal eine schöne erste Nacht im eigenen Haus, aber vermutlich war es ein wenig stressig, weil Day ja noch mit Emma und den anderen sprechen musste und dann noch das ganze Erbe klären. Das ist ja alles nicht so einfach. Und ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, 15.000. Wir spielen ja eh nur diesen Part mit Ivy und danach ist Day auf sich allein gestellt. Aber gut, dann werden wir mal was zum Abendessen zubereiten. Oh, stimmt, heute ist ja das Frühlingsfest. Ja gut, das habe ich natürlich komplett ignoriert, ist aber eigentlich auch egal. Ivy macht sich einfach mal einen Reiskuchen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Und eigentlich möchte ich hier im Haus, glaube ich, gar nichts ändern. Ich finde das ziemlich süß. Also hier haben wir den unteren Stock. Da ist dieses Badezimmer, hier ein kleiner Aufenthaltsbereich. Und hier oben ist das Hauptschlafzimmer. Dann da noch für ein etwaiges Kind, das noch kommen könnte. Dann hier noch eine Badewanne und hier ein Computer. Ich finde, das passt eigentlich. Dann wird Ivy hier noch ein Bad nehmen und dann kann Day schlafen. Das erste Mal im eigenen Haus. Das ist wirklich, wirklich aufregend. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was wir dann sonst noch in diesem Part machen. Ich hätte mir gedacht, vielleicht treffen wir den jungen Mann, den Ivy letztens kennengelernt hat. Also Louis Braun.
der ja irgendwie mit Stella verwandt ist. Oh, der ist unser Nachbar. Wo wohnt der denn? Ja, vielleicht können wir den ja morgen besuchen gehen. Er steht ja immerhin auf Ivy und findet Day unglaublich interessant. Ja, Ivy ist noch nicht so ganz überzeugt von ihm, aber wer weiß, vielleicht wird sich das in diesem Part ja noch ändern. Wir haben jetzt kurz nach 10 Uhr und Ivy steht gerade auf. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? In Sims 4 muss man die Betten nicht mehr manuell machen. Musste man nicht in irgendeinem Sims-Teil die Betten manuell machen? War das Sims 2 oder Sims 3? Wenn das noch jemand von euch weiß, schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Was macht ihr jetzt? Brüllt den Teddy an. Alles klar. Gut. Oh, wir haben ein Begrüßungskomitee. Ist das Stella? Oh, wie süß. Stella ist da. Und Louis. Wow. Vor 5 Minuten sage ich noch, ich möchte, dass Ivy Louis näher kommt und dann steht er vor unserer Haustür. Gut, dann begrüßt die beiden einmal. Begrüßt den neuen Nachbarn und ja, dann werden wir schauen, ob die beiden sich gut verstehen. Oh, wir haben hier auch Hühner. Oh, denen geht's allen sehr, sehr schlecht. Ivy, begrüß die Nachbarn und dann musst du dich kurz um die Hühner kümmern. Können die da eh weg oder glitschen die da? Nein, gut, denen geht es gut. Sie sind nur ausgehungert. Ivy, kümmere dich bitte schnell drum. Die haben auch nicht mal einen Zaun. Die rennen einfach überall herum. Hast du jetzt den Nachbarn nicht begrüßt? Nachbarn herein bitten. Okay. Ich glaube, jetzt sollte es allen gut gehen. An was ich gerade denken musste, Sophie ist doch hier gestorben. Oder anscheinend ist sie nicht hier gestorben, denn es gibt nirgendwo einen Grabstein. Wäre halt cool zu wissen, wo der ist. Weil irgendwie standen Ivy und sie sich schon nahe. Ich weiß, da gibt es einen Mod, aber ich glaube, dafür möchte ich mir jetzt nicht extra einen Mod runterladen. Aber ich überlege es mir noch. Gut, sie haben Essen mitgebracht. Dann, ja, ruf mal alle zum Essen und dann können wir uns ja noch ein wenig mit Louis anfreunden. Louis, weh, du gehst jetzt. Wir haben noch einiges vor mit dir. Wir verschönern einmal seinen Tag. Dann werden wir ihm fürs Kommen danken. Hoffentlich schmeckt dir der Obstkuchen. Das ist ein Familienrezept. Das ist ja immer so eine Sache. Entweder sie lieben oder sie hassen den Obstkuchen. Ich bin gespannt. Louis hat ihn hergestellt und die Qualität ist normal. Wen mag Day denn jetzt nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Ivy glücklich darüber, Single zu sein. Und Day liebt den Obstkuchen. Fruchtige Köstlichkeit. Wo war denn da Obst in dem Kuchen? Aber egal, er war köstlich. Das freut mich, liebe Ivy. Stella hat sehr, sehr wilde Schuhe an, fällt mir gerade auf. Warum habe ich Schuhe mit so einer Farbe im Spiel? Egal. Und Ivy ist natürlich typische Ivy und räumt gleich mal den Tisch ab. Und dann können wir einmal bei Louis vom Essen schwärmen. Dann wird sie einfach nochmal sagen, hey, danke schön nochmal für den unglaublich guten Obstkuchen. Ich backe ja auch sehr gern. Also ich backe gern, ich koche gern, ich liebe alles rund um Essen. Und jetzt ist auch noch Daisy da. Gut, Ivy, dann bitte auch mal Daisy herein. Sie hat den Nachnamen von Sydney angenommen. Wusste ich das schon? Wollte ich das? Naja, kann man nichts machen. Hat das Spiel für sich entschieden. Dann werden wir Louis nochmal fürs Kommen danken. Und dann wird Day ihm eine lustige Geschichte erzählen. Zurück nach Hause? Ivy, geht's dir gut? Okay, keine Ahnung. Red mal mit ihm über Kochen. Dann erzähl ihm eine lustige Geschichte. Daisy, wo hast du denn jetzt das schmutzige Geschirr her? Ist Daisy wirklich gerade einfach mit schmutzigem Geschirr im Inventar vor Ivys Haustür aufgetaucht, um hier Geschirr zu waschen? Keine Ahnung, was sie schon wieder gemacht hat. Absolut kein Plan. Aber Ivy und Louis scheinen sich gut zu verstehen. Das finde ich wirklich sehr, sehr süß. Und die beiden sind definitiv Geschwister, weil die wohnen ja zusammen. Und deshalb sind sie sicher nicht zusammen und sie haben auch den gleichen Nachnamen und sie schauen ja eigentlich auch gleich aus. Also ich check nochmal, ob sie wirklich nicht verheiratet sind. Das wäre nämlich sehr, sehr peinlich. Wie kann ich das denn checken? Ach, das kann ich gar nicht. So, da muss ich auf ihn draufklicken. MC Command Center, Ehegatte, niemand und keine Kinder. Ja, das klingt doch schon mal gut. Jetzt möchte Daisy irgendwas mit uns besprechen. Stimmt, warum ist sie eigentlich da? Ja, keine Ahnung. Anscheinend ist sie uns einfach nur so besuchen. Und Ivy freut sich die ganze Zeit,
Single zu sein. Das finde ich nicht gut, weil ich wollte sie eigentlich mit Louis verkuppeln. Reden wir einmal über Veränderungen in der Nachbarschaft und dann fragen wir ihn, ob er Single ist. Obwohl wir das schon wissen, aber Ivy merkt, glaube ich, irgendwie, dass Louis schon an ihr interessiert ist. Also wie gesagt, they kennt das ja gar nicht. Ivy war immer Außenseiter. Egal wie alt sie war, egal wo, Day war immer die Außenseiterin. Und ich glaube, deshalb ist es halt irgendwie schwer, damit umzugehen. Auf einmal ist da dieser Mann und schenkt Ivy Aufmerksamkeit und Daisy hat wirklich keinen Charme. Sie kommt her, redet drei Wörter mit uns und dann nimmt sie hier ein Rosenblütenbad. Ja, okay, wenn sie möchte, kann sie natürlich machen. Gut, ich hätte gesagt, wir werden das Begrüßungskomitee jetzt einfach wieder beenden. Hat mir lange genug gedauert. Nun, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Man sieht sich. Danke für die Gastfreundschaft. Gerne, Stella. Hat mich sehr gefreut. Ihr könnt beide sehr gerne wieder vorbeikommen. Und jetzt bringt Louis den Müll raus. Oh mein Gott, wie süß bist denn du? Du bist der süßeste Mann der Welt. Ja, also, wenn Ivy den nicht heiratet, dann will ich ihn heiraten. Schauen wir, wie wir da weiter vorgehen. Jetzt werden wir von Christian angerufen. Hey, Ivy, ich finde Caroline Silverswater echt süß. Soll ich sie um ein Date bitten? Ja, mach, was du möchtest. Und ich finde, dann werden wir Ivy auch hier noch ein Tier kaufen. Kaufen wir ihr ein weißes Lama. Lama hatten wir ja tatsächlich noch nie. Wieso sind die beiden jetzt noch da? Ich habe das Begrüßungskomitee doch schon beendet. Aber gut, dann werden wir weißes Lama einen Namen geben. Tina. Okay, dann heißt das Lama jetzt Tina. Und hier steht sogar ein Fahrrad. Das habe ich noch gar nie gesehen. Oh, das können wir nicht benutzen. Hä? Was ist das für ein Fahrrad? Das habe ich noch nie gesehen. Okay, was machen wir jetzt? Ich hätte gesagt, vielleicht schauen wir mit Ivy tatsächlich ins Dorf. Wir könnten ja Louis mitnehmen und vielleicht eine Kleinigkeit essen gehen und ihn besser kennenlernen. Vielleicht hat er der ja auch gefragt und gemeint, hey Ivy, ich finde dich eigentlich ganz süß. Wollen wir zusammen was essen gehen? Und Ivy checkt vermutlich noch gar nicht, dass das Flirten war und denkt sich so, ja klar, ich esse gern. Wir haben gerade Obstkuchen gegessen, aber ist doch egal. Essen wir einfach nochmal was miteinander. Bin schon sehr gespannt, was dabei herauskommt. Und hier sind wir. Louis ist natürlich mitgekommen. Und alle haben Angst, weil er ein Werwolf ist. Ach, das ist doch nur Wolfgang Wilder. Der ist doch eh ein lieber Werwolf. Gibt viel Schlimmere. So wie Lou. Ich mag Lou nicht. Falls ihr die Werwolf-Challenge nicht gesehen habt, wisst ihr nicht mal warum, aber wir mögen Lou einfach nicht. Nein, nein, nein. Der ist unser Erzfeind. Oh, jetzt haben die beiden ein Gefühl miteinander erhalten. Was haben die denn für ein Gefühl? Louis hat Ivy gegenüber jetzt auch noch größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Also er hat schon drei positive Stimmungen und Ivy weiß noch immer nicht so genau, wie sie damit umgehen soll. Aber der hat doch schon wieder Hunger, also gut, dass wir hergekommen sind. Dann nehmen wir einfach mal diesen Tisch hier. Den finde ich sehr, sehr süß. Ich hoffe, dass das diesmal ein wenig besser funktioniert. In letzter Zeit funktioniert das mit den Restaurants bei mir ja ehrlich gesagt gar nicht mehr. Man muss immer ewig warten und das Essen kommt nicht daher. Und ja, es ist ein bisschen mühsam, aber vielleicht ist es diesmal ja besser. Ich habe große Hoffnung drauf, aber ich wüsste eigentlich auch nicht, wieso es besser sein soll, weil ich glaube, das wurde nicht gefixt. Aber dann werden wir keine Zeit verlieren und werden jetzt gleich mal für Tisch bestellen. Wir könnten hier auch einen Geburtstag feiern, aber sie hat nicht Geburtstag, deshalb werden wir das nicht machen. Ivy wird sich einen Orangensaft bestellen und eher eine Creme Cola. Und was könnten wir essen? Ich meine, Ivy mag eigentlich alles. Und was er mag, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, Ivy isst einen Veggie-Burger. Ivy ist zwar nicht offiziell vegetarisch, aber ich glaube, aufgrund deren Liebe zu Tieren wird Day halt so wenig Fleisch wie möglich essen. Und vielleicht sieht Louis das und denkt sich, vielleicht sollte ich dann auch nicht unbedingt jetzt einen Specksalat-Tomatensandwich essen, sondern er bestellt sich die Tofu-Würstchen. Und möchte Ivy damit natürlich wieder beeindrucken. Ob Day das heute noch checkt, wissen wir nicht. Ich bin gespannt. Jetzt ruft Daisy uns an. Was ist denn mit dir? Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Daisy und Sydney haben ja gerade erst Oren bekommen.
Aber natürlich wollen sie gleich noch ein Baby haben. Also ich weiß nicht ganz warum. Ich dachte eher, Oren sollte ein Einzelkind bleiben. Und Ivy ist das Ganze, glaube ich, nicht gleichgültig. Aber ich denke, Day ist der Meinung, Daisy soll das selbst entscheiden. Und deshalb sagen wir, du solltest das selbst entscheiden. Ist immerhin dein zukünftiges Baby. Ich soll das selbst entscheiden, das kann ich nicht. Daisy, das schaffst du. Wir wurden beide von der gleichen Mutter erzogen, du schaffst das. Gut, und während wir aufs Essen warten, werden wir einmal über Hobbys sprechen und Ivy wird einfach erzählen, wie gern sie nicht malt. Okay, ich dachte eher, sie erzählt etwas über Landwirtschaft, aber nein. Ivy hat folgende Vorlieben von Louis kennengelernt, mag malen und mag Geige. Okay. Und Ivy mag gar nichts. Also Day hat irgendwie eine Abneigung, genau. Mag malen nicht und Musik, ach so, nur Musikstil Retro und gelb. Okay, gut. Ivy, erzähl ihm deine Präferenzen. Dann wird Day nochmal jemanden parodieren und dann können wir ihn ja einfach mal kennenlernen. Oh, jetzt redet Day über irgendwelche Küsse. Ivy, um ehrlich zu sein, du kennst dich da nicht so aus. Oh, Louis liebt die Natur. Ich wusste, dass er perfekt ist für Ivy. Ist das schon unser Essen? So schnell kam das Essen noch nie. Hat EA das gefixt? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Wurde das gefixt? Das ging noch nie so schnell. Ivy, jetzt bleibst du aber schon sitzen und isst, oder? Ivy, wohin gehst du? Wieso stehst du denn? Sims machen immer, was sie wollen. Und jetzt schreibt Ivy mit. Warten, um beim Kellner zu bestellen. Ich verstehe nicht ganz, was gerade passiert. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ivy fühlt sich mittlerweile leider sehr angespannt, weil Musik abgespielt wird, die sie nicht mag, weil ihr Spaß niedrig ist und weil sie eben Einzelgänger ist und sich deshalb nicht so wohl fühlt in der Umgebung. Deshalb glaube ich, wir werden das Date jetzt auch mal beenden und David wieder nach Hause gehen. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, dann hat Emma morgen Geburtstag und den müssen wir ja auf jeden Fall feiern. Das heißt, Ivy wird jetzt einfach mal nach Hause gehen, wird sich ausschlafen und morgen werden wir vielleicht uns noch mal ganz kurz mit Louis treffen. Vielleicht kommt er ja auch wieder vorbei und dann werden wir den Geburtstag von Emma feiern. Eigentlich könnten wir den Geburtstag ja auch hier feiern. Das war doch auch sehr süß. Nawai, was machst denn du hier? Wieso steht Nawai hier? So halb bis dreiviertel nackt. Das ist nicht cool. Und Rose schreibt Ivy jetzt, ich habe gehört, dass du dich mit Louis Brown angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Und Rose möchte in Wirklichkeit natürlich nur spionieren und ist halt sehr neugierig, was Ivy mit ihrer neu erworbenen Freiheit nun macht und mit wem sie sich trifft und alles. Auch ich bin schon sehr, sehr neugierig. Die beiden verstehen sich ja gut. Daisy, du bist noch immer da? Daisy, du kannst jetzt mal nach Hause gehen. Tut mir sehr leid, aber irgendwann reicht's auch. Dann werden wir uns noch ein wenig um Ivys Bedürfnisse kümmern und morgen früh werden wir dann vermutlich Louis nochmal treffen und dann eben den Geburtstag von Emma feiern. Und nun haben wir Montag um 9 Uhr früh. Ivy kümmert sich gerade um ihre Tiere und Day fühlt sich tatsächlich kokett. Nenn mich einfach Amor, weil andere Sims verkuppelt hat. Christian hat sich nämlich gerade gemeldet und gesagt, dass er sich mit dieser einen Frau wirklich gut verstanden hat. Und ich deute das jetzt aber auch so, dass Day sich denkt, naja, dieser Louis ist eigentlich schon süß und er scheint an mir interessiert zu sein. Und weil Ivy sich sonst nicht wirklich was traut, wird Day ihm jetzt eine kokette SMS schreiben. Und ich hoffe, dass er sich meldet. Ich würde zu gern wissen, was in dieser SMS drinsteht. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Ivy das sonderlich gut kann. Und jetzt meldet sich auch noch Violet und sagt, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Louis angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. In Wirklichkeit schreibt sie vermutlich, oh mein Gott, Rose hat mir erzählt, du hast einen Mann kennengelernt. Was geht da ab? Stehst du auf Männer? Interessierst du dich für ihn? Ja, wie Violet eben ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber bevor der jetzt irgendwas anderes macht, kümmern wir uns noch schnell um Tina. Ja, die ist nämlich schmutzig. Die gehört gefüttert, geputzt und dann auch noch geschert. Und dann werden wir gleich mal die Party für heute planen. Heute wäre schräger Humor und krasse Späße-Festival. Ja. Das ist uns eigentlich ziemlich egal.
Kann jemand Geburtstag haben, der nicht im Haushalt ist? Okay, nein, schade. Dann machen wir einfach eine ganz normale Hausparty. Aber wir machen kein Prestige-Event draus, weil wir werden vermutlich nichts davon erfüllen können. Ivy ist natürlich Gastgeber. Dann laden wir ein Flora, Emma, Oren, Leo, Jared, Violet, Rose, Livia, Daisy, Gabriel. Irgendwie kommt mir vor, die kennt nicht die ganze Familie. Nicht mal annähernd. Daisys Mann ist nicht dabei, Daisys Kind ist nicht dabei, Gabriels Frau. Aber dafür kennt sie Gabriels Kind. Ja gut, dann laden wir sie auch ein. Und ja, das war's dann leider, weil Ivy mehr nicht kennt, aber ist nicht so schlimm. Und das Ganze findet natürlich hier statt. Und ich hätte gesagt, wir starten so ab 15 Uhr. Perfekt, ich freue mich schon drauf und ich hoffe, Louis meldet sich vorher noch. Und natürlich müssen wir für die Party dann auch noch einen Kuchen backen. Wer bist denn du? Hä? Braune Henne, was ist denn mit dir? Wir kümmern uns doch eh um euch alle. Streuen nochmal Futter in der Nähe, am besten zweimal. Dann werden wir die Rechnungen bezahlen und dann werden wir einen Kuchen backen. Und ich weiß natürlich, dass ich dann leider Familie wechseln muss. Also am Ende des Let's Plays müssen wir ganz kurz zu Emma. Einfach damit sie die Kerzen ausblasen kann und wirklich älter werden kann. Schade, ich hätte gerne einen Honigkuchen gemacht. Aber hier haben wir natürlich keinen Honig. Hm, vielleicht irgendwas Experimentelles. Ein Winterkuchen. Warum nicht? Der Kuchen ist fertig und Ivy hat jetzt noch schnell was gegessen. Und dann werden wir Louis... Oh, Louis ist hier. Wait, ich wollte ihn gerade einladen. Okay, ich meine, er ist ziemlich weit weg, aber das ist mir jetzt egal. Wir bilden jetzt einfach mal eine Gruppe und dann tun wir so, als wäre er zufällig vorbeigekommen. Einfach, weil ich glaube, dass Ivy nicht nochmal die Initiative ergreift. Immerhin hat Day ihm schon eine SMS geschrieben, die ja eindeutig zweideutig war und er hat nicht darauf reagiert. Ja, dann kannst du aber in der Zwischenzeit noch etwas zum Essen zubereiten. Wir werden einfach... Ich weiß nicht, was das alles sein soll. Caprese-Salat zubereiten. Und ich hoffe, dass Louis jetzt raufkommt. Louis, kommst du zu uns? Ja, er kommt schon gelaufen. Perfekt. Der wird dann bald da sein. Und vielleicht kommen sich die beiden ja dann noch ein wenig näher. Und Ivy hat jetzt die Feinschmecker-Kochfähigkeit erworben. Stimmt, an der müssen wir mit Emma auch noch arbeiten. Lasst mich das bitte nicht vergessen. Denn einige Regeln, die ich mir am Anfang gesetzt habe, habe ich ja schon wieder vergessen. Wie zum Beispiel, dass ich mit jedem Mann ein Selfie machen wollte. Das ist einfach nie passiert. Finde ich relativ schade, aber das ist jetzt zu spät. Das ist jetzt zu spät. Louis, kannst du nicht schneller laufen? Warum dauert das denn so lang? Die Party beginnt doch gleich. Louis! Er ist hier. Perfekt. Gut. Da ich nicht mit Louis spiele, muss Ivy natürlich den ersten Schritt machen. Aber wir tun so, als wäre er zu Ivy hin und hätte gesagt, hey, du siehst heute wirklich, wirklich gut aus. Und dann, ohne auch nur irgendwas abzuwarten, wird er Day anflirten und auf die unglaublich coole, kokette SMS eingehen, die Ivy ihm geschrieben hat. Ich hätte sie so gern gelesen. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie gerne ich diese Nachricht gelesen hätte. Und die beiden scheinen sich sehr gut zu verstehen. Dann wird Ivy ihm jetzt mal den Tag verschönern, wird von Torten schwärmen. Oh mein Gott. Ivy ist einfach das süßeste Wesen der Welt. Und dann können wir nochmal flirten. Wir haben Stress. Bald kommt ihre ganze Familie. Ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Nochmal flirten. Kann das nicht ein bisschen schneller gehen? Dann... ein Anmachspruch, das passiert natürlich alles in Wirklichkeit nicht so. In Wirklichkeit geht das alles sehr langsam und meistens macht er die ersten Schritte und Ivy ist noch sehr, sehr schüchtern. Und jetzt haben die beiden eine Liebesleiste und Ivy versteht langsam. Also Louis gefällt mir irgendwie schon besser als jeder andere Sim zuvor. Und Dave fühlt sich in seiner Nähe einfach unheimlich wohl. Und jetzt kommt dann die ganze Familie, wobei eigentlich, er kann da bleiben. Das ist kein Problem. Louis bleibt jetzt noch ein bisschen da und die Party startet dann gleich. Genau, die Hausparty fängt jetzt an. Das heißt, es wird gleich die ganze Familie kommen. Wer bist denn du? Gabriel, was hast denn du schon wieder an?
Ich weiß nicht, wo Gabriel immer diese wilden Klamotten her hat. Ich verstehe es nicht. Hab ich dir das gegeben? Zieh besser das an. Das sieht besser aus. Gut, Gabriel ist als erstes da. Ivy fühlt sich anscheinend verwirrt. Das war gerade seltsam. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen bei einem Sim. Vermutlich, weil sie sozial unbeholfen ist, könnte ich mir vorstellen. Oder weil sie glücklicher Single ist. Eins von beiden. Und jetzt kocht Ivy noch irgendetwas. Speckersatz, Salat, Tomatensandwich. Okay. Und Emma ist auch schon da. Perfekt. Das heißt, ich werde jetzt die Familie wechseln und wir spielen jetzt gleich mit Emma weiter. Ich bin heute anscheinend ein wenig verwirrt. Man kann während einem Ereignis natürlich nicht Haushalt wechseln. Das heißt, ich werde Emma jetzt einfach so zur Familie hinzufügen und lasse sie dann später wieder umziehen. Einfach, dass sie jetzt hier sich etwas wünschen kann und älter werden kann. Und jetzt hat unsere Emma Geburtstag und wird tatsächlich zur Erwachsenen. Unvorstellbar, sie war so lange einfach eine junge Erwachsene. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Emma. Du hast schon so viel geschafft. Und ich bin schon so gespannt, wohin uns das Let's Play noch führen wird und was sie noch schaffen wird. Erwachsen sein, Träume verwirklichen, die Planung des Ruhestands und die Midlife-Crisis warten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zu beginnen, auf lebenslange Ziele hinzuarbeiten. Und jetzt haben wir jede Menge Geschenke von unseren Kindern bekommen, die natürlich eigentlich bei uns wohnen. Never mind. Ja, unsere Emma ist jetzt erwachsen und Ivy wird gerade angerufen. Wer ruft dich denn an? Wer ist denn? Nein, lass mich in Ruhe. Wir feiern gerade Geburtstag. Ivy denkt jetzt auch an Windeln. Möchte Day vielleicht sogar schon Kinder mit Louis? Auf jeden Fall, ich glaube, es wird jetzt mal wieder Zeit, dass wir unserer Emma ein Umstyling geben. Wir haben Emma schon so lange nicht mehr umgestylt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, sie braucht endlich mal einen erwachseneren Stil und ich bin schon sehr gespannt, was dabei herauskommt. Also gut, dann starten wir jetzt ins Umstyling rein.
Und ich bin fertig. Das hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber auf jeden Fall sieht unsere Emma jetzt schon ein ganzes Stück erwachsener aus. Also ich habe ihr ein wenig längere Haare gegeben und ich finde, sie sieht einfach so arg aus wie Daisy. Oder eigentlich Daisy sieht aus wie Emma, weil immerhin war Emma zuerst da. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr der gleichen Meinung seid. Also ich finde, von all ihren Kindern sieht sie am ehesten aus wie Daisy. Auf jeden Fall ist das ihr erstes Alltagsoutfit, dann haben wir das als zweites und das als drittes. Also ich habe mir jetzt eher vorgestellt, dass sie mit dem vielleicht eher am Hof arbeitet und mit dem dann vielleicht eher mal ins Dorf geht, wenn es etwas zu erledigen gibt. Dann ist das die Abendkleidung und das war wirklich, wirklich schwer. Also ich muss sagen, es sah einfach jedes Kleid an ihr kacke aus und das finde ich sehr, sehr schade und irgendwie merkt man da halt auch wieder, dass die Kleider nur für ganz bestimmte Körpertypen designt worden sind und eben bei ihrem Körper leider nicht gut aussehen. Finde ich sehr, sehr schade, sollte man vielleicht überdenken und ein wenig inklusiver designen. Aber gut, dann haben wir hier noch die Sportkleidung, die habe ich gleich belassen. Auch die Schlafkleidung blieb gleich. Das ist das neue Party-Outfit. Das war tatsächlich eines der wenigen Kleider, das mir gefallen hat, wobei das sehr, sehr kurz ist irgendwie. Aber die meisten Kleider, die ich im Spiel habe, sind sehr, sehr kurz. Dann haben wir hier noch die Badekleidung. Hier haben wir das heiße Wetter-Outfit und hier haben wir das kalte Wetter-Outfit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!